So, hallo zu Tag Nummer 8 der 10-Tage-Challenge. Ich möchte euch heute mal, motiviert durch Daniel Sippel, auch wobei Yoga mache ich eigentlich fast jeden Tag, so mal so ein bisschen in meine Routine so mit reinbringen und, erzähl dann auch mal gleich von meinem Tag. So, Yoga ist gemacht. Jetzt kommt noch der Ausdauerpart. Aber in der Zeit will man ja auch nicht untätig sein im Haushalt. Also sage ich mal meinem Wolfgang Bescheid, dass er durchsaugen soll. So, viel Spaß. Und ich gehe jetzt mal runter an die frische Luft. Das Schöne ist, ich muss noch nicht mehr so weit laufen, wenn ich nicht will. Wir haben nämlich auf der anderen Seite der Stadtmauer einen richtig schönen Park. Das ist so ein bisschen meine Fitnessroutine. Warum ich Seil springe? Ich bewundere jeden, der regelmäßig joggen geht. Aber ich hasse Joggen, wenn ich selber joggen wie die Pest. Und ich verfluche mich spätestens nach einer Viertelstunde, warum ich es überhaupt angefangen habe. Seilspringen dagegen powert auch schon ordentlich aus. Und mir persönlich macht es halt einfach mehr Spaß. Jedem das Wirbel. Wie gesagt, ich bewundere jeden, der regelmäßig und auch lange joggen geht, aber ich kann es nicht. Nee. Ich habe auch Probleme ein bisschen mit den Knien, jetzt nicht massiv, aber halt wegen fehlender Muskulatur und da ist das auch ein bisschen knieschonender. Von daher, ich lasse jetzt mal unseren Wolfgang drin noch ein bisschen weiter wüten, mache mich fertig. Also ich gehe duschen und dann lerne ich mal noch ein bisschen. So viel zu meinem Tag bisher. Sport finde ich tatsächlich auch ein wichtiger Punkt im Alltag, denn ich will euch jetzt gar nicht erzählen, was das alles für körperlich positive Wirkungen hat, aber es hat tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, auch psychisch sehr viele Auswirkungen. Zum Beispiel steigert das halt das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein. Es steigert das Immunsystem. Es ist ein sehr wirksames Mittel auch gegen Stress oder so psychische Belastungen in der Richtung Stress und Co. Dadurch, wenn man sich dann bewegt, ist man auch allgemein ausgeglichener. Aber durch die bessere Durchblutung kommt es sogar dazu, dass die geistige Leistungsfähigkeit erheblich erhöht ist. Was mir jetzt sehr hilft, das auch mit durchzuziehen, gerade auch mit Thema Motivation, das greife ich jetzt gerade mal auf, ist, dass ich mir auch halt Listen drucke oder mache. Also gerade fürs Yoga habe ich zum Beispiel Listen, die hängen normalerweise im Bad. Und wenn ich dann wirklich eine Einheit gemacht habe, dann gehe ich da ins Bad, hole mir meinen Stift und hake das ab. Das hat so richtig, das ist wie ein Erfolgserlebnis. Das kann man natürlich auch im Alltag sehr, sehr machen, also mit allem Möglichen. Es fühlt sich einfach gut an, wenn man etwas abhaken kann und weiß, okay, das ist jetzt erledigt. Was ich auch gehört habe, ist, und deswegen habe ich, das war nicht der Grund, warum ich mit Seilspringen angefangen habe, aber um da überhaupt mal reinzukommen, und ich habe jetzt wirklich jahrelang keinen Ausdauersport lange am Stück mehr gemacht, war, dass ich gelesen habe, mach das doch erstmal 5 Minuten jeden Tag. Das ist natürlich nicht besonders viel, um jetzt zu sagen, ja, in einem Jahr stehe ich jetzt als Bodybuilder da, aber wenn man das einen gewissen Zeitraum macht, so 60 Tage, jeden Tag 5 Minuten, und 5 Minuten hat doch jeder, dann etabliert sich das auch so ein bisschen als eine Routine, als eine Gewohnheit. Und dann fällt es einem viel, viel weniger schwer.
Also auch, falls euch da was einfällt, wo ihr sagt, so, das will ich sowieso regelmäßiger machen, zieht es doch einfach mal ein paar Minuten am Tag durch. Die hat, wie gesagt, jeder. Ja, aber jetzt genug von Sport. Was habe ich heute fachlich gemacht? Ich habe nicht, wie ich vorhin gesagt habe, gelernt. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen, daran zu arbeiten, was ich mit unseren Azubis machen möchte. Das war uns für die PB3 vorbereiten, also Hörsystemanpassung und Patientenberatung, dass ich da mal einfach eine Präsentation mache, damit die halt auch was mitsehen können und nicht nur ich die ganze Zeit im Video oder im Webinar was rede. Dass sie da dann halt auch noch mal sehen, ja, wie lang sind so in etwa die Zeitvorgaben, was muss ich da überhaupt machen, was kommt da auf mich zu. Und ja, nachdem ich da eine Stunde, eineinhalb dran gesessen habe, ist mein Programm abgestürzt und es war alles für die Katz, weil es das nicht wiederherstellen konnte. Und es war, ja, dann habe ich aufgehört, dann hatte ich für heute damit keinen Bock mehr. Und habe mir jetzt ein Schnittprogramm, ein Video-Editor-Programm runtergeladen, mit dem ich jetzt etwas rumgespielt habe. Und ja, lass meiner Kreativität jetzt mal eher freien Raum, etwas, was nicht unbedingt mit PowerPoint zu tun hat. Ja, jetzt mache ich mir auch noch mal einen schönen Abend. Den wünsche ich euch genauso und wir sehen uns dann morgen. Ich gehe erstmal auf die Couch.